lustful Latner kicks. And that Madden's place, she's a gone through this funny fun that we call Madden's place. Fills this funny fun that we call Madden's place. Also, Bernie, was ist denn nun? Wie lautet das Urteil? Madam, bitte, es braucht nun schon mal seine Zeit, um die Steuer von 7 Jahren auszurechnen. Wir hätten damit schon vorige Woche anfangen können, aber nein, da warst du zu sehr beschäftigt mit Pinkys ungeratenem Rocker, Bruder. Chopper, der Merkwürdige. Ich war zu beschäftigt? Es war doch überhaupt Ihre Idee, ihn zu bitten, hier zu bleiben. Bitte, Bernadette, keine kackrigen Kleinigkeiten. Warum will das Finanzamt meine Bücher prüfen? Haben die etwa schon vergessen, dass ich während des großen Krieges im Eva-Kostüm von Tür zu Tür latschte, um Kriegsanleihen zu verkaufen? Madam, bitte, vielleicht sollten Sie sich daran erinnern, dass es im Leben nur 2 unvermeidliche Dinge gibt. Steve Lawrence und Edie Gormley. Nein, den Tod und den Steuerfahnder. Okay, ich bin einverstanden. Ich zahle nach meinem Tod. Dann tut es wenigstens nicht so weh. Also sehen wir doch mal nach. Also, ich glaube nicht, dass es so schlecht aussieht. Es ist alles ganz gut. Außer... Außer du meine Güte, wie ich dieses Wort verabscheue. Außerziehen vielleicht. Also, mal sehen. Das Finanzamt könnte ein klitzekleines Problemchen mit diesen eigenartigen Geschäftsreisen sehen, die sie abgesetzt haben. Also, mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh je. Heiliges Kanonenrohr. Sie schulden hier nach dem Finanzamt etwa eine Summe von ungefähr und grob geschätzt $15.000. Also, Madam, ich schlage vor, Madam, $15.000. Madam, seien Sie doch nicht albern. Sie können sich doch nicht an ein paar Zahlen aufhängen. Ach ja, erzähl das mal dem Finanzamt. Ich gehe schon ran. Oh! Ja, hallo? Oh, nein, ich meine, bye bye. Oh, Madam, oh, meine Güte, ist denn alles in Ordnung? Oh, meine Güte, oh, Unfall und Bumserchen. Armes kleines Schätzchen. $15.000. Hier ist die Akte über Madams hawaiianische Surf-Exkursion. Gott sei Dank, wir müssen die ganzen Geschäftsquittungen raussuchen. Das wird was. Hoffentlich finden wir die alle. Wir müssen irgendeinen Beweis dafür finden, dass Madam geschäftlich dort war. Hoffen wir es. Das ist es sicher nicht. Und das auch nicht. Moment mal. Miss Rumcocktail 1976. Bernadette, Madams Ärger mit dem Finanzamt ist ganz allein Ihre Schuld. Meine Schuld? Das ist nicht meine Schuld, dass Madams Bücher überprüft werden. Es war Ihre Idee, den ganzen Mist von der Steuer abzusetzen. Auch die 2-wöchige Katamarankreuzfahrt zu den Bahamas mit Eric Estrada? Mein Gott, sie bestand einfach darauf, das als Fortbildungsmaßnahmen abzusetzen. Irgendein Trick wird sie ihm beigebracht haben. Das ist nicht der Zeitpunkt für Frivolitäten. Ja, ja, schon gut. Ach, hier seid ihr. Hey, wollt ihr mal was ganz richtig Tolles sehen? Also passt auf. Oh, Sarah Joy, das ist der Sarah. Sarah, bitte nicht. Wir stecken im Moment gerade in einer außerordentlich wichtigen Arbeit. Ja, Madam hat eine Steuerprüfung vor sich. Wieso? Sie besitzt doch einen Führerschein. Steuern, mein Liebes. Ja, ja, ohne Steuern kann man doch ein Auto nicht fahren. Ich muss mich ein bisschen in Form bringen für meinen neuen Job. Ich führe die Reifen auf dem Rodeo Drive. Also bye bye. Ja, bye bye, Liebes. Wie macht sie das nur? Auf die gleiche Art, wie das Finanzamt Steuerhinterzieher fängt. So lange drehen und drehen sie, bis es zusammenklappt und runterfällt. Bei mir ist schon was zusammengeklappt. Pinkerton, ich helfe Ihnen. Setzen Sie sich. Mein Rücken. Ich hoffe nur, das ist kein schlechtes Omen. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Gib mir eins. Oh, du hast das Grüne. Das ist das, was ich wollte. Wie spät ist es? Genau 4 Uhr. Oh, der Finanzbeamte ist schon 30 Sekunden überfällig. Ich glaube, wir sind aus dem Schneider. So, entschuldige mich dann. Ich habe eine Verabredung mit dem Tauchlehrer. Wir leihen uns Tauchanzüge und gehen auf Tauchstation. Nein, das werden Sie nicht. Madam, Sie stecken in ernsthaften Schwierigkeiten. Ihre Steuern sind in schlechterer Verfassung als Rodney Dangerfields Liebesleben. Keine Sorge, Bernie. Ich habe einen prima Plan, aus dem Schlamassel zu kommen. Na, Gott sei Dank. Und wie lautet der? Man nennt ihn auch einfach Lügen.
Ich mach schon auf. Da kommt ja der Armleuchter. Ich warne Sie, Madame, wenn man Sie beim Betrügen erwischt, dann werden die unbarmherzigen Blutsauger Sie sofort in den Knast stecken. Hallo, kommen Sie doch bitte rein. Hallo, ich bin Chef Rillett vom Finanzamt. Ich bin hier, um die international berühmte Entertainerin Madame zu überprüfen. Ja, hier entlang bitte, Euer Ehren. Ah, Mr. Litt, sehr nett, Sie kennenzulernen. Keine schlechten Aktiva für einen Finanzbeamten. Eine kühne Schlussfolgerung. Also, kommen wir gleich zum Geschäft. Oh ja, gleich zum Kern der Steuer, nicht wahr? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Hier drüben. Darf ich hier rüber bitten, Mr. Litt? Bitte seien Sie gnädig mit ihr. Sie ist nur eine sehr arme alte Lady. Ah. Ich bin kein Menschenfresser, glauben Sie mir. Ich will nur gerecht sein. Also, das Problem scheinen ja die Reisen zu sein, die Sie als Wohltätigkeit deklariert. Tahiti zum Beispiel. Oh ja, sicher, aber das kann ich erklären. Ich habe ein Wohltätigkeitsfest für geschiedene Perlentaucher in Tahiti veranstaltet. Ganz schön feucht mit so einem, sag ich Ihnen. Na gut, und was ist mit dem gecharterten Jet in die Schweiz während der Hauptskisaison? Sie haben das als Forschung angegeben. Ja, Forschung, ja. Ich habe versucht, ein Mittel gegen das Jodeln zu finden. Oh, ich glaube, Sie machen so alles nur noch schlecht. Er hat Hakenschnur und Köder schon geschluckt. Hallo, Madame. Ich sehe, ich komme genau richtig. Es ist Mr. Honest. Mr. Honest, warum sind Sie denn nicht in Ihrer kleinen Kinderfernsehshow? Die Wahrheit ist, Madame, und ich sage immer die Wahrheit. Ich war heute auf dem Markt und was glauben Sie, wen ich da treffe? Ihre Nichte, hinter der ich her bin, die für mich aber eine Nummer zu groß ist. Als sie mir sagte, dass ihre Bücher geprüft werden, kam ich her, um sie daran zu erinnern, dass Ehrlichkeit am längsten währt. Mr. Honest, ich bin wirklich begeistert von Ihnen. Kann ich ein Autogramm von Ihnen haben? Ah, sicher, gern. Das stärkt natürlich mein übergroßes Entertainer-Ego, zu denken, dass meine Unterschrift Ihrem langweiligen Leben Sinn verleiht. Warum leisten Sie uns nicht Gesellschaft? Es scheint so, als ob Madame ein paar Probleme mit einigen Geschäftsreisen hat, die sie absetzen wollte. Ich war auf solchen Geschäftsreisen mit Madame. Ich würde sie mehr als Betrug bezeichnen. Hör mal, Bernie, in St. Quentin soll das Essen gar nicht schlecht sein. Ja, aber Streifen kleiden Sie überhaupt nicht, Madame. Ach, ich werde mich schon wohlfühlen. Und an runde Stangen bin ich auch gewöhnt. Na, hier. Habe ich ein Scheißgefühl. Ich fühle mich auch ganz Mann. Was diese medizinische Behandlung in Acapulco betrifft, ja, wissen Sie, ich hatte eine ganz seltsame Krankheit, die nur Ansprach auf seltsame Getränke wie Margaritas. Mir kam aber zu Ohren, dass Sie nur hinter den Liftboys her gewesen sein sollen. Also wissen Sie, Sie sind ja eine widerliche Dreckschleuder. Ich habe es satt, dass Sie sich in alles reinmischen müssen. Ja, aber Bernadette, als ich mal nachts bei Ihnen reinschneite, waren Sie für Einmischungen sehr dankbar. Was erlauben Sie sich eigentlich? Ich werde Sie mit Ihrer Fliege erwürgen! Schlaf doch mal bitte! Kein Gezanke während meiner Arbeit. Geben Sie mir noch ein paar Minuten Zeit. Dann werde ich das endgültige Ergebnis von Madames Buchprüfung haben. Entschuldigen Sie. Möchten Sie auch Gelee-Bohnen? Oh nein, vielen Dank. Wir gewöhnen uns das gerade ab. Mann, so gepiesackt wurde ich das letzte Mal, als ich mit Pablo, dem lebenden Stachelschwein, ausging. So, jetzt habe ich das Ergebnis. Och, herrje. Ich weiß natürlich, dass eine Frau von Madame Charme und Format niemals lügen oder betrügen oder in irgendeiner anderen Form die Unwahrheit sagen würde. Aber es gibt in den Akten immer noch ein paar eindeutige Ungereimtheiten. Perlentaucher, Kellnerlehrlinge, Registrada. Sie verausgaben sich bis zur Schmerzgrenze. Was Sie da lesen, ist ein winziger Bruchteil. Ich bin daher zu folgendem Schluss gekommen. Sämtliche Ausgaben, die Sie gemacht haben, werden anerkannt. Oh, das ist ja wunderbar. Wenn Sie mir jetzt bitte einen Betrag nennen würden, könnte ich Ihnen gleich einen Scheck ausschreiben. Oh, Miss Van Gilder, Sie verstehen nicht. Das Finanzamt schuldet Madame $50,000. $50,000! Unglücklicherweise hat meine Anwesenheit ja leider wenig bewirkt. Ich würde gerne in einen Hungerstreik treten, um gegen die schändliche Entscheidung zu protestieren. Aber leider liebe ich gutes Essen zu sehr. Und ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich heute Abend wiederkommen dürfte, um Ihnen die Rückzahlung höchstpersönlich zu erstatten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Mr. Litt. Bye-bye. Ja, für $50,000 würde ich ihm alles gestatten. Ja, $50,000. $50,000.
der Gast wollte als Kind eigentlich immer Arzt werden, weil er mit seinen kleinen Spielgefährtinnen die bekannten Arztspielchen gemacht hat. Sie wissen schon. Aber sein Vater bestand einfach darauf, dass er Komiker wurde. Bitte begrüßen Sie mit mir einen Jungen, der seinem Papa seitdem immer Freude machte. Bobby Kelton, ja, Bobby, ja! Hallo, hallo, hallo. Danke Ihnen, es ist schön hier zu sein. Ich hoffe, dass Sie alle gute Laune haben. Mein Name ist Bobby Kelton. Falls Sie mich nicht kennen sollten, ich habe schon bei vielen großen Programmen mitgemacht. Arbeitslosigkeit, Lebensmittelkarten, Wohlfahrt. Aber wissen Sie, obwohl ich im Fernsehen auftrete, erkennen mich die Leute immer noch nicht, wenn ich die Straße lang gehe. Und deswegen trage ich immer meine American Express Card. Ablehnungsschreiben bei mir. Die sagten, für uns bist du ohne Kartspitze. Ich komme eigentlich aus New York. Das ist ein wahnsinnig schicker Ort. New York bringt zum Beispiel laufend neue Gesetze raus. Das neueste Gesetz ist zum Beispiel das Kacktütengesetz. Sie müssen die Hundehaufen wegmachen. Also verkaufen die kleine Kackschippen aus Pappe. Da das ein Vergehen ist, kann man sich leicht eine Anzeige einhandeln, wenn man nicht sauber macht. Also eines Tages laufe ich mit Hund im Central Park spazieren und er macht sein Geschäft. Ich habe das Häufchen aber nicht weggemacht. Ich habe mir einfach vorgenommen zu sagen, ich war's. Dagegen gibt's ja noch kein Gesetz. Nur sind da im Park überall die berittenen Bullen. Nun kommt doch so einer, ansteigt ab und schreibt eine Anzeige. Er sagt, Sir, ist Ihnen klar, dass das ein Vergehen ist? Ich sage, dann begeht Ihr Pferd gerade ein Kapitalverbrechen. Eins ist ja überall gleich, in New York genauso wie in Kalifornien. Sparen Sie sich, die Polizei anzurufen. Gehen Sie ganz einfach in die nächste Imbissbude. Da hängen die Jungs rum. Stimmt's? Sie kennen ja die Typen. Ich bin Officer Glaze und der Betrunkene ist mein Partner. Wenn in Ihr Haus eingebrochen wird, haben Sie die Hoffnung, den Gauner im nächsten Imbiss zu erwischen. Mir ist so ein Ding mit der Polizei in Kalifornien passiert, als es im vorigen Jahr so regnete. Da gibt's auch immer Erdrutsche. Da bauen die Leute ihre Häuser auf Hügeln und wenn's regnet, rutscht der ganze Mist runter und die Autofahrer werden irre. Ich fuhr also durch den Laurel Canyon. Es war tief in der Nacht und es goss in Strömen. Ich fuhr so etwa 20, 25 Meilen, wissen Sie. Da taucht im Rückspiegel hinter mir ein Irrer auf, in einem Haus. Er fährt direkt in meinem Windschatten. Nur fährt der mit dem Haus etwa doppelt so schnell wie ich. Er blendet seine Verandalichter auf, läutet mit der Türglocke. Da war hinter mir ein Haus, was mich links überholen wollte. Aus der Gegenrichtung kommt plötzlich ein Zwei-Zimmer-Apartment auf uns zu. Mit einem Stoßstangenaufkleber, ich würde lieber Ski laufen. Plötzlich höre ich Polizeisirenen, aber die fahren weder im Streifenwagen noch auf einem Motorrad. Die rauschen die Straße mit einem Affenzahn in einer Imbissbude runter. Naja, auf jeden Fall kaufte ich mir die hier und die trage ich für den Fall, dass ich von der Polizei rausgeblinkt werde. Ich habe keine Autos gesehen, Officer. Ich sah nur ein paar Drachen, die auf mich zukamen. Und nun in 3D, der unheimlichste Film, den Sie je sahen, Menschen beim Essen. Die kneifen dich in die Wangen, die zwingen dich, dir ihre Kinderfilme anzusehen. Das ist grässlich, das ist widerwärtig, das sind Verwandtenbesuche. Ah! Ich trage die gern bei mir für den Notfall. Ich sage Ihnen, egal wie viel Verbrechen es gibt, die Zeitungen melden nicht mal die Hälfte. Also latsch ich die Straße lang und sehe eine Schlagzeile in der Zeitung. Die Schlagzeile heißt Wettrennen bei Geburtenkontrolle. Sterilisation drängt die Pille ab. Für mich klingt das wie beim Kentucky Derby. Ich begann das zu lesen wie ein Ansager beim Pferderennen. Und sie sind gestartet. In der Mitte der Bahn liegt Sterilisation in Führung, gefolgt von der Pille. Und da wird ihr Vorsprung verringert durch Vasektomie auf der Außenbahn. Jetzt liegen Sterilisation und Pille Kopf an Kopf. Ein dickes, lautes Nein auf der Innenbahn ist Dritter. Und die Thermometer-Eisprung-Methode ist Letzter. In der Zielgeraden liegen Pille und Vasektomie auf gleicher Höhe. Der Gewinner mit Längenvorsprung ist, ich habe Kopfschmerzen. Sie waren fantastisch, recht vielen Dank. War schön, Sie zu sehen. Vielen Dank. Ja, recht vielen Dank, Bobby. Ja, wir werden deine Nummer auch nicht vergessen. Nein, nicht anrufen, bitte. Wir rufen an. Ja, danke. Tja, Sie wissen, ich habe gern Autoren in meiner Show. Sie geben mir das Gefühl, dass die Intellektuellen genauso gern bei mir sind wie die Beauties. Und hier sind jetzt beide, Mann und Frau. Sie haben ein Buch geschrieben über Tanzsaal-Etikette. Bitte begrüßen Sie jetzt die Experten im Tanzen. Danny und Jerry Di Pronto. Ja, sind Sie mit Guy Tartart an der alten Orgelmaschine. Und nun orgelt er uns was vor. Thank you.
Okay, 3, 4, 5, 6, 7 und... Madam, das kann schädlich für deine Gesundheit sein. Ach, was Nonsens, Pinky. Oh, das ist mein Ernst. Du könntest dir dein Becken verrenken. Oh, mein Gott. Alles nur das nicht. Du bist ein Spielverderber, Pinky. Madam bekommt doch den Reifen richtig hoch. Das werde ich mit meiner Steuerrückzahlung machen. Ich werde ein Dutzend von diesen Dingern kaufen. Einen werde ich zunächst mal Raymond Burr schicken, als Bauchkettchen und, Oh je. Meine Güte, Madam, Sie dürfen dieses Geld vom Finanzamt einfach nicht annehmen. Also, ich bin die Zahlen immer und immer wieder durchgegangen und ich finde, Sie dürfen diese Rückzahlung auf keinen Fall akzeptieren. Bernadette, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Außer man ist Filmstar-Zahnarzt. Oh, ich gehe schon hin. Das wird wahrscheinlich Mr. Litt sein. Lassen Sie sich bitte nur von Ihrem Gewissen leiten. Wow. Ah, Mr. Jeffrey Litt. Ah, Mr. Litt. Wie ich sehe, haben Sie Ihr Bonbon-Täschchen mit. Ups. Tja, am besten Sie packen die Bonbons auf den Tisch und setzen sich aufs Sofa. Ich gehe schon ran. Oh, hallo. Was? Oh, nein, das kann gar nicht möglich sein. Nein, Sie können ja gar nicht Mr. Litt sein, denn Mr. Litt ist gerade hier. Ich hoffe, es ist Ihnen recht. Ich habe das ganze Geld hier in bar. Oh, $50,000 in bar? Also ja, danke schön. Bye-bye. Oh, hier, Madam. Entschuldigen Sie, Madam. Es ist wegen dieses Anrufes. Sehen Sie, ich muss Ihnen da eine kleine Zeit sagen. Ich bin gerade dabei, 50 Riesen einzusacken. Das will ich genießen. Also, Sie sind nicht alle grün. Ein paar sind gelb und ein paar sind doch schwarz. Verzeihen Sie, Madam. Oh. Verzeihen Sie aber, das war eben das Finanzamt. Oh. Und das war ein Mr. Litt. Das ist überhaupt nicht der richtige Mr. Litt. $50 wert und die Roten sogar 100. Dem fehlt nicht nur eine Schraube, dem fehlen auch ein paar kleine Schachteln. Madam, dieser Mann ist ein entflohener, armer Irrer, der sich als Finanzbeamter ausgibt. Dieser Geisteskranke hat einfach ihre Akte entwendet, als Mr. Litt nicht in seinem Zimmer war. Ihr meint, er hat was an der Waffe? Ja, er ist wirklich leicht mit dem Schneebesen bestrahlt. Und die purpurfarbenen sind, $500 wert! Madam, warten Sie mal. Der richtige Mr. Litt sagt, Sie schulden dem Finanzamt $12,000. Ah! Wow, das ist aber eine Menge Zeug zum Lutschen. Was, Madam? Oh, $12,000. Ich soll $12,000 zahlen. Also, man glaubt ja nicht, das sind ja bildschöne Farben. Das Pink und da ist was Grünes und ich liebe Grün wahnsinnig. Sagen Sie, wie lange braucht man eigentlich, um... Also, ich meine, bevor man so einen richtigen Splitter an der Scheibe hat. Oh, ich glaube, ich bin auch bald reif, eingeliefert zu werden. No. Nicht doch, Madam. Nur nicht aufregen, ganz ruhig. Oh, hallo, Sarah Joy. Guten Morgen. Warum bist du so niedergeschlagen? Ich bin meinen Glitzerreifenverkaufsjob losgeworden. Tante Madam war meine einzige Kundin und sie hat abgesagt. Oh, na komm, so schlimm kann es doch nicht sein. Man sollte auch das Gute darin sehen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich könnte ja genauso gut wie Tante Madam sein und auch $12,000 Schulden haben. Oder eine menschliche Brezel sein, so wie du. Da würde ich nicht allzu besorgt sein. Madam hat sich mit dem richtigen Mr. Litt geeinigt. Sie arbeitet ihre Steuerschulden ab, indem sie einen Sondereinsatz übernimmt. Heißt das, Tante Madam wird ein Spion? Nein, ihr Sondereinsatz besteht darin, eine Reihe von Werbespots zu drehen, mit denen die Leute davon abgehalten werden sollen, die Steuer zu betrügen. Also, das ist ja unmöglich. Wird es mit dem Rücken gar nicht besser? Der Doktor sagt in ein paar Tagen, hoffentlich. Ein paar Tage?
Pinky, versuch mal Folgendes. Das wird dich gleich in Krampfen. Was? Wunderbar. Andermal versuche ich das gerne, aber da muss ich erst noch als Schießgummi geboren werden. Na okay, wenn du nicht willst, dann sag ich Tante Madame, dass das Mittag fertig ist.